In dieser Session musst du nicht alles geben. Wir sollten schnell genug sein, um uns problemlos zu qualifizieren. Wir werden die gewünschten Änderungen vornehmen. Noch 5 Minuten in dieser Session. Wir sind bereit.
Okay, noch 2 Minuten in dieser Session und wir stehen noch unter dem Strich. Du brauchst jetzt eine schnelle Runde, sonst ist das Qualifying vorbei für uns. Nur noch eine Minute. Q2 erreicht. Also los, Jungs, setzen wir diese Änderungen um. Los!
Zehnter wirst, kommst du nicht in Q3. Gib dein Bestes. In den letzten beiden Sektoren. Yeah.
Im Moment ist auf der Strecke nicht viel los. Fahr raus, solange es so ruhig ist. Du bist zu langsam. Da fehlt noch einiges. Du musst unbedingt bessere Zeiten fahren. Du bist aus den Top 10 gerutscht. In der nächsten Runde musst du richtig pushen. Legen wir los. Eine schnelle Runde, sonst bist du raus. Noch eine Minute. Noch 30 Sekunden in dieser Session. So, du hast es in Q3 geschafft.
5 Minuten in dieser Session. Auf geht's! Eine Minute, nur noch eine Minute. Nur noch 30 Sekunden in dieser Session. Du stehst auf Pole! Absolut großartig! Tolle Leistung!
Auf geht's.
dir. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Er wird beim Überholversuch DRS nutzen. Dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. In den nächsten 5 Runden an die Box kommen.
glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Zu viel Grip. Ich empfehle einen Reifenwechsel. Okay, dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl. Maximale Leistung. Vorsichtig, wenn du auf die Strecke fährst. Du bist auf den langsameren Reifen unterwegs, kannst die Lücke zu deinem Vordermann aber trotzdem halten. Wir sind sehr zufrieden, du machst das gut. We'll be right back.
Achte auf den Fahrer hinter dir. Er liegt gerade mal 2 Sekunden zurück. Wenn du einen Fehler machst, sitzt er vermutlich zum Überholen an. Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl, maximale Leistung. Zwischen dir und dem Auto vor dir liegen etwa 4 Sekunden. Thank you.
Box gefahren. Safety Car ist draußen. Safety Car auf der Strecke. DRS ist jetzt deaktiviert. DRS ist wegen des Safety Cars deaktiviert. Safety Car darf nicht überholt werden. Deine Hinterreifen sind etwas zu kalt. Wärm sie etwas auf, wenn es geht. Du musst näher an den Vordermann ran, sonst verschenkst du beim Neustart einen möglichen Vorteil.
Okay, halt deine Position. Nicht überholen. Safety Car geht diese Runde rein. Diese Runde rein. Okay, du musst die Reifen vor dem Neustart auf Temperatur bringen. Die Reifentemperatur ist zu niedrig. Verfolger beträgt weniger als eine Sekunde. Pass auf, er wird vielleicht DRS nutzen, um dich zu überholen.
glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. DRS ist jetzt aktiviert. Du kannst es in der DRS-Zone verwenden, wenn du weniger als eine Sekunde hinter deinem Vordermann bist. Müsste in den nächsten 5 Runden an die Box kommen.
Verletzungen kommt Vettel in 3 Runden zum Reifenwechsel rein. We'll be right back.
jetzt einen kürzeren Stint. Sie haben sich für die weicheren Reifen entschieden. Wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Nico ist an der Box. Hätte sich dein Hintermann einen leichten Schaden am Frontflügel eingefangen. Das dürfte seine Leistung aber nicht beeinträchtigen. Push weiter! Ausgerechnet, dass die Resta innerhalb der nächsten 5 Runden an die Box muss. Deinem Hintermann ist eine Lücke von 3 Sekunden. Versuch, sie zu vergrößern. Deine Zeiten sind absolut konkurrenzfähig. Push weiter. Deine Reifen sind ziemlich mitgenommen. Entweder kriegst du das in den Griff oder du musst zum Reifenwechsel kommen. We'll be right back.
Wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Die Weichen reißen drauf. Könnte schwierig werden, in diesem Sinn die Lücke zu schließen. We'll be right back.
Fahrer hinter dir fährt mit Standarddrehzahl. Hintermann mit Standarddrehzahl. Wir glauben, dass in 15 Minuten leichter Regen einsetzen wird. 15 Minuten. Hinter dir hat nur eine Sekunde Rückstand. Eine Sekunde. Rückstand und kann DRS nutzen.
dass in 10 Minuten leichter Regen einsetzen wird. 10 Minuten. DRS jetzt wieder nutzen können. Die Jungs haben das Problem behoben. Wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Du baust deinen Vorsprung auf Alonso aus.
Auf dem Wetterradar sieht es aus, als würde es in etwa 5 Minuten leicht zu regnen anfangen. Du hast 1 Sekunde Vorsprung auf das Auto hinter dir. Pass auf! Dass Grosjean in den nächsten 3 Runden an die Box fährt. Massa in den nächsten 5 Runden an die Box. Du bekommst Intermediate.
es fängt an zu regnen. Im Moment nieselt es nur, aber wenn es schlimmer wird, müssen wir auf Intermediates oder Regenreifen wechseln. Fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Thank you.
gleich zu regnen. Es fängt an zu regnen. Mit deinen aktuellen Reifen hast du bei diesen Bedingungen nicht genug Grip. Einige Teams wechseln auf Intermediates. Vielleicht solltest du auch drüber nachdenken.
bekommen. Verkehr am Boxenausgang. Sei vorsichtig, wenn du auf die Strecke fährst. Wir glauben, das Wetter wird besser. Wir erwarten, dass der Regen in 10 Minuten aufhört. Die blaue Flagge gezeigt. Lass den Wagen hinter dir vorbei. Er ist eine Runde voraus.
Das Wetter sollte in Kürze besser werden. Der Regen hört in 5 Minuten auf. Okay, du musst deinen Hintermann vorbeilassen. Unfall in Sektor 3. Gelbe Flaggen und Überholverbot in Sektor 3. Gib wieder Gas. Keine blaue Flagge mehr. Alonso ist 5 Sekunden hinter dir. 5 Sekunden. Grüne Flaggen jetzt in Sektor 1. Rennbedingungen in Sektor 1. Die Strecke ist wieder sauber. Von deinem Hintermann. 4 Sekunden. Auf. Sei vorsichtig. Hinter dir hat eine ganze Sekunde Rückstand. Das Auto hinter dir hat 1 Sekunde Rückstand. 1 Sekunde.
Strecke scheint ziemlich trocken zu sein. Du solltest dir Trockenreifen holen. Du hast eine ziemliche Lücke auf deinen Verfolger herausgefahren. Der Frontflügel leicht beschädigt, sieht aber nicht dramatisch aus. Unser Vorsprung beträgt 4 Sekunden. Wir empfehlen Gemisch 2. Gemisch 2. Im Moment sieht die Spritmenge gut aus. Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann. 4 Sekunden. Wir müssen es jetzt erstmal ruhig angehen, damit wir uns eine Reserve schaffen und das Rennende sicher erreichen können. Die Lücke zwischen dir und deinem Verfolger beträgt gerade mal 2 Sekunden. Es wird nicht leicht, das Rennen bis zum Ende zu fahren.
Glückwunsch! Ein hochverdienter 4. Platz! Du bist Vierter in der Fahrerwertung.